Likes kaufen müssen, ja, keine Grüßen, diesen Algorithmus-Push bekommt. Ja. Man braucht diese Reichweite. Es wird immer verlockender. Verlockung ist Kitzel. Heute, oh, was geht ab, Leute? Hier mit am Start meine Kollegen Tati, Bagisch, Nico. Die sind jetzt auf diesem Kanal hier vertreten, der jetzt ein bisschen mehr Reichweite hat. Der andere Kanal hat nicht so viel Reichweite, aber für zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen, ist es gar nicht schlecht gewesen. Auch nicht schlecht, ja. Man muss halt geduldig sein und dies, das, aber ganz ehrlich, müssen wir nicht. Aber, okay, jetzt hatten wir ja halt mich mit meinen 30k. Was, wenn wir mich nicht gehabt hätten? Dann hätten wir uns zum Beispiel Likes kaufen müssen, hochbotten müssen vielleicht. Was heißt Likes kaufen? Wäre das etwas, was ihr in Betracht ziehen würdet? Nein. Niemals? Wirklich nicht. Wieso denn? Ja, weil man braucht am Anfang halt diesen einen Push. Ja. Und wenn du diesen Push dann hast, egal wie, auch durch Bots, dann läuft es automatisch. Das ist wie ein Schneeball, der dann immer größer wird. Aber du brauchst am Anfang diesen einen Push. Hast du das gemacht bei dir? Ich nicht, nee. Ich habe den Push hier in Parsing bekommen. Oh mein Gott, siehst du, dann sind das durch gute Parsing. Vorzeichen. Schau mal, und wir sind hier gerade. Genau hier habe ich meinen Push bekommen. Februar 2017. Oh mein Gott, Mann, das ist ein Zeichen, Mann. Werden wir auch den Push bekommen. Das war das erste Video auf dem Kanal mit über 1000 und danach war jedes Video mindestens 1000. Mhm. Danach ist es nicht mehr runtergegangen. Oh mein Gott. Also, wie kauft man Likes? Kannst du im Internet kaufen, du kannst. Nein, Mann, das kaufen. Ist das echt jetzt, oder was? Kann alles kaufen. Also auf Instagram ist es natürlich ein bisschen verbreiteter oder zum Beispiel jetzt in der Rap-Szene. Viele Videos, ja, neue Videos. Echt? Aber wie Keiles Grüßen und sowas. Kein Mann, ja, Keiles Grüßen. Ja. Wie kauft man das? Also, kommt so ein Typ und macht so einen Mantel auf und sagt, hey, ich will hier Likes Internet verkaufen. Internet halt. Ist Internet und dann kann man dann, kaufen. Wo kaufst du Likes? Bei Amazon oder was? Nee, es gibt dann bestimmt Seiten oder irgendwelche Agencies, so Marketing. Dann kaufst du die Likes mit Bitcoins, keiner kann es zurückverfolgen und nichts kann passieren. Ja, man kann schon merken, aber. Ja, aber das ist doch ein Spannender. Wie zum Beispiel jetzt in der Rap-Szene halt wirklich. Irgendwelche Newcomer, die irgendwie mehr Likes haben als irgendwelche amerikanischen Stars. Ja, Mann. Was halt echt auffällig ist. Ja, gibt es da nicht so Kontrollen oder irgendwie Überprüfungen oder keine Ahnung? Ja, ab und zu werden halt wieder mal so Bannwellen, wo die Fake-Accounts gelöscht werden und sowas. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Likes ist, aber ich kenne es, dass es zum Beispiel bei Wertungen und so weiter gibt es ja Abteilungen, die kontrollieren, dass es keine Fake-Bewertungen sind und so weiter. Ja. Gibt es sowas nicht für Likes oder wird man bestraft dann? Nö. Nein, auch nicht, oder? Man verliert halt ein bisschen so das Ansehen, ja. Street Credibility. Also ich kenne einen auf Instagram ist es ja ein bisschen verbreiteter. Ja. Ich sag nicht gang und gäbe, aber mehr Leute machen das, vor allem am Anfang, wie gesagt, bis man diesen Algorithmus-Push bekommt. Ich kenne einen, der hat jetzt 1,3 Millionen Follower. Ich weiß nicht, wie viele davon gebottet sind, aber auf jeden Fall am Anfang hat er es gesagt und gemacht. Ich kenne ihn von Schulzeiten und sowas. Und der lebt halt jetzt davon. Und auch sein kleiner Bruder, den hat er auch mit hochgepusht, 200.000-300.000. Okay, hat jetzt eine eigene Agentur gestartet. Aber Content ist auch gut, aber juckt eh keinen. Es ist halt einfach hochgebottet und der lebt jetzt echt davon. Hat seiner Frau ein Büro gekauft, einen Shop und dies, das. Ist immer am Reisen, alles, weil das halt hochgefakt hat. Ja, aber die Frage ist, hätte es von alleine nicht geschafft oder hätte es halt wahrscheinlich länger gedauert? Auf jeden Fall länger gedauert? Länger gedauert, vielleicht auch nie geschafft. Man weiß es nicht. Echt? Aber wie viele machen das? Boah, kann man nicht sagen, man kann man nicht sagen. Wie viel kostet dein Like? Ein Like vielleicht so 0,01 Cent oder sowas. Also mit 100 Euro kriegst du schon deine 10.000, 20.000 Likes oder sowas. Geht schon. Geht schon, aber du brauchst halt für jedes Video halt dann. Ja. Aber sieht man auch, dass es erfolgreich, also dass du dann erfolgreich bist. Also, dass du damit Erfolg haben kannst, das ist halt das. Die Frage ist halt, was ist unser Ziel? Geht es darum, so schnell wie möglich Nein, in den Algorithmus nicht. Reinzukommen? Oder Nein. wollen wir eine schöne, saubere, so ein schönes, sauberes Fundament aufbauen? Und wir wollen das sagen, dass wir so das alleine geschafft haben. Genau. Und halten mit Hong natürlich. Hong ist ja beim Bier dabei. Eigentlich müssen wir das sagen, wir sind beim Bier nicht dabei. Wir sind jetzt wir. Was wie? Du hast gesagt wir und Hong. Nein, weil er es geschafft hat, aber wir nicht. Das meinte ich. Ja, also wir haben es eigentlich geschafft dank ihm. Ja. Eigentlich ist er unser Like-Kauf. Genau, unser wir Like, haben Hong gekauft. Wir haben genau. Like seine Dinger gekauft. Wir haben Hong gekauft. Genau. Rein theoretisch. Ja. Ja. Also eigentlich haben wir es ja gemacht. Ne? Von dem her, wir haben ja eigentlich schon ein gutes Fundament jetzt und da müssen wir jetzt nicht mehr. Also das ist schon so eine super Sache, dass wir auf dem Kanal jetzt von Hong drauf sind. Das ist schon wieder umgeschüttet. Nee, ist eh leer. Also auf jeden Fall ist es schon mal eine super Sache und da kann man nie glücklich sein, dass man so ein Fundament hat. Und von dem her passt es. Also brauchen muss man da nicht mehr machen. Ich habe halt echt ein paar Ziele so im Leben. Ich weiß nicht warum, ich sag's ganz ehrlich. Ich weiß, ich fühle mich voll schuldig, so Hong jetzt wegen dem Channel und so. Diese Reichweite, ich finde, damit kann man echt was
auf der Welt verändern, ohne Scheiß. Man braucht diese Reichweite, um mehr Leute zu haben. Das verbreitet sich dann. Deswegen brauchst du eine richtige Reichweite und keine gekaufte. Aber es ist doch schön. Wie gesagt, 30.000 sind 30% von 100.000. Das finde ich echt krass. Das ist schon echt viel, Mann. Du bist dem näher gekommen, weißt du? Ja, klar. Das finde ich schon krass. Absolut, Mann. Und jetzt können wir halt dann wirklich noch weiter nach oben gehen. Ja, dann hast du so eine kleine Community, die verbreitet sich dann, kommt die nächste Generation, bla bla bla. Kann man auf der Welt wenigstens ein bisschen was verändern. Das finde ich echt wertvoll. Passend zu dem Thema könnt ihr ja mal anschauen. 5.000 Follower für 50 Euro. Das dunkle Geschäft von Fake-Account. Achso, ja, mach Pause. Das kann man natürlich auch machen, weil Firmen, denen ist egal, ob, also viele, nicht die, die sich auskennen, aber viele schauen nur, okay, so und so viele Abos. Die schauen gar nicht drauf, wie die Interaktion und sowas ist, wie die Zuschauerbindung ist, Kundenbindung. Die sehen einfach nur eine Zahl. Dementsprechend machen die Kooperation. Und das heißt, wenn du Fake-Sachen kaufst, Fake-Accounts und das hochbottest und dann irgendwelche Kooperationen eingehst, machst du schnell dein Geld wieder. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Dann habe ich vor ein paar Tagen auch so ein Video gesehen. Nachdem die Kooperation machen und wenn dann die Einkäufe und so weiter nicht so gut laufen, dann ziehen sie sich wieder zurück, habe ich gedacht. Ja, aber egal. Geld hast du ja schon gemacht für den einen Auftrag. Ah, okay. Also, das ist schon krass, Mann. Das ist echt krass. Für Werbekunden können Deals mit Fakern so richtig schief laufen. Fake-Follower werden die Industrie allein dieses Jahr rund 1,2 Milliarden Euro kosten. Instagram, YouTube und Facebook versuchen gegen die Manipulationen vorzugehen, ohne richtigen Erfolg. Fake-Accounts sind wie eine Hydra. Kaum schaltest du einen ab, gibt es bereits... Ja, ganz ehrlich, das wäre doch eine Geschäftsidee, Mann. Irgendwas gegen diese Fake-Accounts, Mann. Und wer soll das kaufen? YouTube. Nein, die Gegner. Wenn irgendjemand, sag ich mal, irgendjemand kauft, was weiß ich, zum Beispiel, kauft diese aber Follower. Aber wer sind denn die Gegner? Die Gegner sind Leute, die, sag ich mal, ehrlich sind und die, sag ich, nicht wollen, dass halt jemand, der solche Sachen kauft. Du kannst nicht alle bekämpfen. Erstens, weißt du, kannst du dir nicht sicher sein, wer? Wie? Also, du kannst ja nicht sicher sein, der hat Follower gekauft, der hat Likes gekauft, wie ist das? Kann man das nicht irgendwie... Man kann es nur vermuten, aber du kannst es nie sicher sein. Woher weißt du, dass der Typ das gekauft hat, weil er es gesagt hat, oder? Ja, ja, wir sind ja Freunde. Also, er hat ja am Anfang schon gesagt, yo Hong, ich starte jetzt mit Instagram durch, ich kaufe mir Bots und so, push das hoch und dann geht's ab. Er war zumindest ehrlich, hat es gesagt und läuft bei ihm. Also. Aber wie funktioniert das jetzt überhaupt genau mit dem Kaufen? Also, ja, ja, schau das mal. Video, schau das Video. Okay, das Video, ich habe genau das angeschaut. Echt jetzt? Ja, ich ist ja auch bekannt. Ja. Da kannst du ja zusammenfassen, da muss man sich nochmal schauen. Ich erinnere mich aber nicht. Ich habe es nicht ganz schauen wir es lieber. Schauen wir es lieber. Online gibt es unzählige Händler, die zum Beispiel 2500 Follower für 20 Euro, 10.000 Views für knapp 24 Euro oder 5.000 Retweets für knapp 50 Euro verkaufen. Wer nach Follower kaufen googelt, sieht aber gerade mal die Spitze des Eisberges. Hinter den Online-Shops und Marketingfirmen, die Fame für Geld anbieten wollen, gibt es noch viel mehr. Je tiefer man eintaucht, desto verwirrender wird es. Die Shops an der Oberfläche werden von Zwischenhändlern mit der Ware versorgt. Die meisten Händler kennen sich nicht einmal persönlich. Sie überblicken selbst nur einen ganz kleinen Teil des Businesses. Alles geschieht anonym. Viele von ihnen sind Jugendliche, die aus ihrem Kinderzimmer heraus Geschäfte machen. Einige verdienen mehrere hundert Euro am Tag. Kommen die warte. In merkwürdigen Discord-Chats tauschen Händler sich über neue, günstigere Anbieter aus. Außerdem stößt man auf dubiose Online-Shops, nur... Das machen doch bestimmt alle berühmten Leute und Stars, oder? Ganz ehrlich. Ja. Das machen doch alle berühmten Leute bestimmt. Viele machen das. Ja. Das echt. Ganz ehrlich, das machen doch bestimmt... Das ist ja krasse Geldmacherei, Mann. Das ist ja übelst. Hier, da, Alter, das wird immer verlockend. Was hältst du davon? Aber gibt es daran irgendetwas... Was soll ich sagen? Also manchmal, also natürlich denkt man sich, boah, nee, dies, das, aber wie gesagt, ich habe diesen Kollegen, er lebt jetzt sein Leben, das Leben seines Lebens, macht, aber was weiß ich, wie viel Tausend. Was verboten ist? Gibt es irgendwann krass? Nö, verboten ist nichts. Also gar nichts? Gar nichts. Ja, dann wird doch da irgendwas kommen, oder? Dass die da, glaube ich, das eindämmen werden, oder? Also eigentlich investiert eigentlich man investiert. Ich meine, wem schadet es denn? Konkurrenten. Eigentlich ist es doch ein krasses Investment, oder? Konkurrenten? Sag mal ehrlich. Welche Konkurrenten von denen? Oh mein Wenn Gott. Jetzt zum Beispiel, und danach? Ich habe gerade Déjà-vu. Ich schlau auf alles. Zum Beispiel, was du gesagt hast mit den Rappern. Ja. Zum Beispiel, und genau das heißt, oder? Also du meinst so richtige krass, Rapper? Genau, richtig. Ja. Schadet es, dass die neuen dann... Ja, natürlich. Genau, dass natürlich, die neuen dann, sag ich mal, die Fake-Likes haben. Ja, klar, klar. Und so meine ich das, ja. Also ist ja nicht nur dann Rap-Szene, sondern überall, wo es halt Konkurrenz gibt. Ja, aber das ist...
Wenn es sogar legal ist. Oder das ist halt das Krasse, dass es komplett legal ist. Ne? Das ist schon echt heftig. Dann kann ja eigentlich jeder, der investiert, Geld machen. Also dann wieder. Ja, an sich schon. Halt man muss halt auch irgendwie die Zuschauer dann binden und dann irgendwie ins Rollen kommen. Wenn man muss es nicht zu viel auf Wasser. Ja, natürlich. Also ein bisschen pushen hier da und dann. Zum Beispiel jetzt bei YouTube, okay, aber bei Instagram zum Beispiel. Instagram ist viel leichter. Instagram ist viel leichter. Wieso, das wäre doch ein gutes Investment. Da bin ich mir sicher, dass das alle besten Leute irgendwie machen. Ja. Also ich hab's Chong auch schon vorgeschlagen. Wir kaufen ihm einfach Fake. Also Chong ist ja, möchte gern Instagrammer. Ja, mit fetter Flasche, 4 Liter. Und wir kaufen ihm einfach ein paar, pushen ihn hoch, bis er da 10.000 oder so erreicht und dann die ersten Kooperationen und so reinkommen und dann kommst du ja automatisch, dann kommen die richtigen Follower, weil du immer vorgeschlagen wirst und dies, das und dann kommen die richtigen, wie ein Schneeball wird es immer größer. Chong wird unser Sponsor. Hab ich auch schon gesagt, dass er Instagrammer werden soll. Chong Banks wird unser Sponsor. Wieso hat Chong jetzt? Ja. Ein paar hundert, normal halt, wie ein normaler Mensch. Ja, sagen wir, man macht es, eine schöne Dose, aber dieser Hype oder so kommt nicht, oder diese krasse Phase. Was ist da? Dann fehlen Investitionen, zum Pech gehabt. Dann fehlen Investitionen. Aber das klappt immer. Du musst, du kurbelst es an, musst aber natürlich schon was genau. Du musst aber schon was leisten. Ah, ja, kurbelst es an, ja. Zum Beispiel wir kurbeln es auch an, haben dann vielleicht unsere 100.000, ja? Aber YouTube ist immer schwieriger, also. Ja, klar, aber Instagram ist viel leichter. Instagram ist viel leichter. Aber dann müssen wir trotzdem krass sein. Wir müssen trotzdem, damit die Leute bleiben, ja? Wenn die dann sagen, okay, das ist jetzt nicht so toll, ja? Gehen wir. Ja. Aber ist es mit den Likes so krass eigentlich? Weil es ist, spielen ja andere Dinge auch eine Rolle, oder? Ja, Views, Klicks und Follower und keine Ahnung. Ja, an sich schon, aber die meisten Firmen schauen einfach nur auf, okay, wie viele Abos hat der oder wie viele Follower hat der. Ja, aber was, wenn jemand, keine Ahnung, irgendwie 500 Abonnenten hat, aber irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Likes? Sind die da nicht skeptisch? Nicht, ja, ich sag ja, ich habe jetzt übertrieben. Aber sind die da nicht skeptisch und sagen, da kann ja irgendwas nicht stimmen? Oder? Ja, aber diese Follower liken auch, also. Die Liken tun sie schon, aber dann... Ja, aber wenn die Likes, sag ich mal, überproportional zu den Followern sind. Nee, das ist beides angepasst. Ach so. Die Likes und Follows sind ein und dasselbe sozusagen. Die followen, liken dann auch gleichzeitig. Okay. Aber wenn dann zum Beispiel du ein Spiel vermarktest und keiner von diesen Leuten dieses Spiel dann auch tatsächlich downloadet, dann ist halt fail. Dann sieht man halt alles fake, aber bis dahin ist es zu spät für die Firma. Okay. Außer die haben hier und da einen Deal, wo man auch noch Geld bekommt, wenn man pro Download und dies, das, aber man kriegt auch schon eine Menge vorab, also ihr seid dagegen oder habe ich euch jetzt irgendwie doch verlockt? Also ich sag mal so, ich würde es jetzt, sei mal, nicht jetzt in Betracht ziehen, aber ich finde es halt krass, dass es halt legal ist. Also wenn du dir schaust, zum Beispiel Kundenbewertung oder so, ich glaube nicht, dass es da legal ist, dass du gefälschte Kundenbewertungen hast oder was weiß ich. Und aber Verlockung ist echt so. Verlockung gibt's natürlich. Verlockung mit der Finsternis, Leute. Ja. Aber wenn du dann nichts entfernen kannst, Verlockung zieh zwei Karten. Verband ein Finsternis. Finsternis war das Ziel. Aber jeder von uns hat das schon mal aktiviert ohne Finsternis. Ja. Jeder von uns. Normal. Ja, Mann. Ist halt echt so. Kein Gravekeeper. Der Name passt halt so gut. Richtig kein Spy gezogen, nichts zu entfernen. Oh mein Gott, immer so, hallo, verlockt und dann sind wir, oh mein Gott. Zweimal Necrobelli, Alter. Der Name allein war schon so perfekt. Ja, krass. Aber ich glaube, da wird schon noch was kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleiben wird. Also da wird irgendeine Einschränkung geben. Dann müssen wir eigentlich zuschauen, bevor es verboten wird. Ja. Auf jeden Fall eure Meinung gerne und in den Kommentaren, Leute. Das war's von uns. Gerne das Video liken, kommentieren, abonnieren. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, weil wir brauchen die richtigen Follower, nicht die Fakes.